Eine ungesunde Ernährung ist die Ursache vieler gesundheitlicher Störungen. Doch was genau bedeutet ungesunde Ernährung? In diesem Teil unserer Internetseite informieren wir Sie über weit verbreitete Ernährungsirrtümer, über deren mögliche Folgen für die Gesundheit und nicht zuletzt über die Möglichkeiten, wie man es besser und gesünder machen kann. Der Einfluss der Ernährung. Die Ernährung hat, gemeinsam mit sportlicher Aktivität, Sonnenlicht und einem ausgeglichenen Seelenleben, wohl den größten Einfluss auf unser Wohlbefinden, unsere Fitness und unsere Gesundheit. Während Sport nicht jedermanns Sache ist und die Psyche oft eigene Wege geht, lässt sich die Ernährungsweise ohne großen Aufwand, schnell und mit spürbarem Erfolg verändern. Nein, die Gene haben wir dabei nicht vergessen. Es ist nur so, dass die Gene, selbst wenn sie tatsächlich für diese oder jene Krankheit zuständig wären, erst dann aktiv werden, wenn die Ernährung vernachlässigt wird, der Organismus infolgedessen an Vitalstoffmangel leidet, das Immunsystem schließlich geschwächt ist und somit der passende Nährboden für Krankheit und Leid geschaffen wird. Falsche Lebensmittel. Die meisten von uns sind daran gewöhnt, Lebensmittel für ihre Ernährung im Supermarkt oder in Fastfood-Lokalitäten zu kaufen. Wir machen das von Kindesbeinen an und daher ist diese Art der Lebensmittelbeschaffung für uns vollkommen normal, sorgte jedoch dafür, dass wir vergessen, welche Lebensmittel tatsächlich auch gut und gesund für uns sind. Und so passt auch der Großteil aller Lebensmittel in den Läden und Restaurants in keinster Weise zu einer gesunden Ernährung. Es handelt sich um ein buntes Allerlei der unterschiedlichsten hochgradig industriell verarbeiteten Produkte und um meist Monate oder wenigstens wochenlang haltbare Konserven. Eine unendliche Vielfalt chemischer Lebensmittelzusatzstoffe sorgt gemeinsam mit ausgeklügelten technologischen Prozessen für eine allzeit propere Optik und damit für die Verkaufsfähigkeit der als Nahrungsmittel deklarierten Dinge. Satt und gesund. Doch liegt der Sinn von Ernährung nicht allein darin, mit Hilfe einer beliebigen Masse möglichst schnell, aber oft nur kurzfristig und nicht nur selten zum Preis von Unwohlsein und Verdauungsbeschwerden satt zu werden, sondern gesund, fröhlich und vital zu bleiben. Der vorübergehende Sättigungswert einer Speise mag vielleicht in Notzeiten von Wichtigkeit sein. Leben wir jedoch einmal nicht im Krieg oder anderen Krisensituationen, dann sollten wir unsere Lebensmittel vielmehr anhand ihres Vitalstoffgehaltes auswählen. Vitalstoffe wie Vitamine, Enzyme und sekundäre Pflanzenstoffe jedoch finden wir in der für unsere Gesundheit nötigen Menge und Qualität ausschließlich in frischen und möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Und erst diese sind es, die auch wirklich langfristig satt machen, weil sie unserem Körper alles geben, was er braucht. Nachlassende Volksgesundheit. Da nur noch wenige Menschen nach frischen, unverfälschten Lebensmitteln Ausschau halten und sich mit dem auf den ersten Blick zwar üppigen, im Hinblick auf Vitalität jedoch erbärmlichen Angebot der Supermärkte zufrieden geben, lässt die Volksgesundheit immer mehr zu wünschen übrig. Offizielle Ratgeber stehen unter dem Einfluss der Industrie und sorgen sich weniger um das Wohlbefinden des Verbrauchers, sodass die Nutznießer letzten Endes jene sind, die sich weder um echte Prävention noch um wahre Heilung kümmern, sondern Absatzmärkte für Medikamente und Therapien suchen. Himmlischer Spaß und wunderbarer Genuss. Wir bieten Ihnen daher auf unseren Seiten eine Vielzahl wertvoller Informationen und Praxistipps, die Sie bei der Verwirklichung einer bewussten Ernährung unterstützen und die Ihnen dabei helfen, Ihre Gesundheit zu erhalten oder sie schnellstmöglich wiederzufinden.
Dabei werden sie beispielsweise erfahren, dass diejenigen Lebensmittel, die als unsere Grundnahrungsmittel gelten, eigentlich gar nicht von Natur aus des Menschen Grundnahrungsmittel sind, sondern zum allgegenwärtigen Mineralstoff- und Vitalstoffmangel und somit zu Krankheit und Sichtung beitragen. Sie werden erfahren, auf welche Weise manche Nahrungsmittel schaden und welche Lebensmittel stattdessen zu wirklichem Wohlgefühl, zu Fitness und zu echter Gesundheit führen können. Da gesunde Ernährung mit dem nötigen Wissen himmlischen Spaß und wunderbaren Genuss bereitet, liegt uns besonders am Herzen, möglichst praxisnah zu berichten, sodass auch Sie anhand unserer Rezepte, Anleitungen und praktischen Tipps bald zu den begeisterten Routiniers in Sachen gesunder Ernährung gehören werden. Lesen Sie auch: Natürliche Ernährung schützt vor Krankheiten und vegane Ernährung versorgt perfekt mit allen Nähr- und Vitalstoffen. Ihre Ausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater. Gesunde Ernährung ist Ihre Leidenschaft? Sie lieben die basenüberschüssige, naturbelassene Ernährung? Sie möchten gerne die Zusammenhänge zwischen unserer Nahrung und unserer Gesundheit aus ganzheitlicher Sicht verstehen? Sie wünschen sich nichts mehr als all Ihr Wissen rund um Gesundheit und Ernährung zu Ihrem Beruf zu machen? Die Akademie der Naturheilkunde bildet Menschen wie Sie in 12 bis 18 Monaten zum Fachberater für holistische Gesundheit aus. Wenn Sie mehr über das Fernstudium an der Akademie der Naturheilkunde wissen möchten, dann erfahren Sie hier alle Details sowie Feedbacks von aktuellen und ehemaligen Teilnehmerinnen.